Hi ihr Fischlinge, bevor dieses Video losgeht und wir wieder in meinem Keller uns austoben, wenn dir oder euch gefällt, was ihr hier seht, könnt ihr das sehr gerne durch eine positive Bewertung bzw. einen Daumen nach oben zeigen, ist für euch ein Klick, hilft mir sehr viel weiter. Ansonsten gerne auch Kommentare schreiben, wenn ihr noch was beizutragen habt, was wissen wollt oder einfach nur so für den Algorithmus und natürlich ein Wunschthema habt, klar, nehme ich auch immer sehr gerne. Und wenn ihr ganz, ganz cool seid und das immer noch nicht getan habt, könnt ihr auch sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Und jetzt Intro und dann erzähle ich euch, um was es die Woche geht. Los geht's. Ihr kennt es, ihr liebt es. Wer hätte es gedacht? Das gab's letzte Woche. Und herzlich willkommen zu einer kleinen, aber feinen Folge meinerseits. Und zwar, ihr seht, wir sind heute im Fischkeller. Ihr habt es in der Videobeschreibung bzw. im Titel auch schon gelesen. Wir setzen heute mal wieder Fische um. Es wird mal wieder Zeit. Einiges muss umgesetzt werden. Größere Becken, eines muss aus kleinen Becken auch in größere Becken und von hier nach da und von dort nach da. Also wir haben genug zu tun. Ich würde sagen, ich baue die Kamera um und dann machen wir uns die Arme nass. Los geht's. Okay, wir starten in der unteren Etage. Und zwar möchte ich kleine Labiotrophes umsetzen, die in dem Becken sitzen, also die Labiotrophes Drevasae Tumbi West OB. Da habe ich nämlich ein ganzes Becken hier drin vollsetzen. Ein paar kleine sitzen schon drin, aber wir haben ein Problem. Nämlich in diesem Becken sitzen schon andere Labiotrophes drin, und zwar die Labiotrophes Chilumba, die vorher hier drin saßen, die jetzt auch in ein größeres Becken umgezogen sind. Und da ich nicht möchte, dass ich die dann doch irgendwie vermische oder die sich anfangen zu verpaaren, bevor sie hier rausgehen und verkaufsfertig sind, ziehen die Labios jetzt hier oben in das Becken. Und dazu, ja, müssen wir das Becken ausräumen. Oh Mann. Kann es vielleicht einer von euch machen? Nein, Spaß. Okay, wir decken das Ganze ab. Ich stelle die Kamera nochmal um. Und dann werden Fische gefangen. Los geht's. Zuerst natürlich einmal alles oben von der Abdeckung runter. Und wo hast du mir gerade bitte hingeguckt? Na, 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 na. Okay, so, hier noch das Becken mit den neuen Petricula runtergestellt. Zettel weg und Abdeckscheiben runter. Die sind aus Glas, von daher sollte ich ein bisschen vorsichtig sein. Da sind schon ein paar Ecken abgebrochen. So. Das wäre geschafft. Handtuch schnappen. Ich stelle euch, wie versprochen, mal nochmal um. So. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Wartet, ich mach's runter. So. Ja, Moment, ich stelle es ganz um. Bis gleich. Ja, so ist das doch schön. Und wenn ich jetzt gleich vor die Kamera gehe. Ja. Das ist übrigens das, was ich immer sehe, wenn ich mit großen Menschen spreche. Guck mal, Knie. So, okay. Wir werden das Becken jetzt ausräumen. Ich habe hier einen Eimer schon separat hingestellt, den zeige ich euch mal nicht, wie ein Eimer aussieht, das wisst ihr. Nämlich, wenn man Buntbarsche fangen möchte, ja, ohne das ganze Becken auszuräumen, kann man das ziemlich vergessen. So ist es halt. Das muss man vorher wissen, bevor man sich Buntbarsche zulegt. Die sind nämlich nicht so doof und schwimmen selber in den Kescher, sondern die hauen ab. Und dass ich die jetzt nicht unnötig hetzen muss und den ganzen Fangprozess unnötig in die Länge ziehen muss und unnötig Stress produzieren muss, räumen wir alles aus und dann kann man die schön schnell ohne Probleme dann auch fangen. So. Meine Becken sind ja doch eher spärlich eingerichtet, sind halt Zuchtbecken bzw. auch Zuchtbecken, wo ich nicht nur alles sehen will, sondern auch die Kontrolle drüber haben will und natürlich des Öfteren auch mal rausfangen, umsetzen muss. Und deswegen sind die nicht wie ein normales Aquarium bei euch zu Hause voll komplett eingerichtet, weil ihr macht ja hoffentlich nicht euer Becken alle 3, 4, 5 Mal die Woche neu. Von daher, ja. Also nehmt euch an meiner Beckeneinrichtung hier im Keller jetzt kein Beispiel zu einer Endhaltung, bitte.
auch nochmal gesagt sein, da das der eine oder andere manchmal nicht so ganz verstehen will. So, dann haben wir alles raus. Hier sitzen auch noch ein paar Kuckucksfalze drin. Ein paar Synodontes multipunctatus, die dürfen auch drin bleiben. Hier hat wieder einer gebuddelt. Nutzen wir das mal gerade, um den Sand ein bisschen nochmal in Form zu bringen. Sind dann nochmal ganz schön am Buddeln. So. Und jetzt schnappe ich mir mal gerade ganz kurz die Kamera und zeige euch, um welche Fische es gehen soll. So. Also, hier haben wir die Labiatrophes chelumba. Das hier ist ein Männchen, der da hinten schwimmt. Da kommt er gerade nach vorne. Und hier ist das dominante Männchen. Super, super schöner Fisch. Und ich habe hier jetzt noch keine krasse Beleuchtung oben drauf. Also, ganz, ganz toller Fisch. Und das, was hier vorne schwimmt, das hier, das ist ein Weibchen. Und hier die kleinen, die schon drin sind, das sind die kleinen Labiatrophes tumbi west, die ich schon umgesetzt habe. Und wenn ihr euch jetzt hier die Weibchen anschaut, ne, die kleinen hellen, im Vergleich hier zu denen, auch wenn die jetzt ein bisschen gescheckt sind, könnte da ein Auseinanderhalten schon schwierig werden, beziehungsweise auch eine Verpaarung untereinander ist möglich. Und das möchte ich nicht. Und deswegen werde ich die hier rausfangen und werde die dann umsetzen. Tatsächlich habe ich, wie ich ein Becken leer gemacht habe, die Tage noch zwei kleine Jellos gefunden, die im Filter drin gesessen haben. Die dürfen jetzt hier drin bleiben, dürfen wachsen und dann kann die gerne auch jemand von euch haben. Okay, ich stelle die Kamera wieder zurück und dann wird losgekeschert. Ich schnappe mir dann jetzt mal zwei große Kescher. Ich mache sehr gerne oder arbeite sehr gerne mit zwei Keschern, einen Kescher zum Fangen und einen Kescher zum Treiben. Das macht es öfters mal einfach, Fische zu fangen. Da macht es einfacher, Fische zu fangen, sagen wir es so. So, und dann, na, hätte fast geklappt mit drei, jetzt haben wir nur einen. Okay, aber besser als nichts. So, den Elektra lassen wir gleich wieder schwimmen. Keine Panik, keine Panik. So. Und da ich hier überall sehr gleiches Wasser habe, mit gleichen Temperaturen, kann ich die Fische auch einfach so in ein anderes Becken in dem Fall umsetzen, ohne jetzt noch irgendeine Anpassphase zu machen. So, da haben wir auch schon ein Männchen. Ihr seht, das mit den zwei Keschern funktioniert sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach. Boah, schönes Tier, ich liebe sie. So, zwei haben wir, bleiben noch vier. Da haben wir noch ein Männchen. Na, da habe ich den Kescher nicht gut genug gehalten. So, da ist das dominante Männchen. Das fange ich jetzt mal, das zeige ich euch dann jetzt auch immer noch im Netz, bevor ich es umsetze. Stelle ich die Kamera extra dafür um. Das Tier ist sowas von schön. Also kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Die Natur bringt einfach Meisterwerke zum Vorschein. Und für mich ist dieser Fisch ein Meisterwerk. Ich nehme mal gerade die Kamera. So, ich positioniere euch mal gerade hier drüber, aber nicht viel Platz ist. Ja, wartet. Ich hebe ihn mal ganz kurz raus, bevor ich ihn umsetze. Komm mal her, mein Freund, ich will dir nichts machen. So. Na, komm mal her. So, und jetzt guckt euch mal diesen wunderschönen Fisch an. Traumhaft. So, schnell wieder rein. Kamera wieder festmachen und dann geht's weiter mit dem Umsetzen. Dass das für euch jetzt nicht so ewig dauert, mache ich euch einen kleinen Zeitraffer rein. Los geht's. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Okay, damit haben wir die Fische gefangen und jetzt können wir das Becken wieder einrichten und können dann die, ja, natürlich fällt jetzt wieder alles runter und wird nass, können wir die kleinen Fische dann auch schleunigst umsetzen, beziehungsweise nochmal ein Becken leer machen. So, dazu werfen wir alles nochmal rein. Dass auch genug Versteckmöglichkeiten sind, weil es sind ja auch ein paar größere Fische drin, die eventuell so einen kleinen auch mal ein bisschen mobben oder ihn mal treiben oder doch mal gucken wollen, ob er vielleicht groß genug ist, für ihn zu essen. Um das zu verhindern, immer ein paar Rückzugsmöglichkeiten, ist bei Buntbarschen auch empfehlenswert, für ein unterlegenes oder schwächeres Tier immer Möglichkeiten zu schaffen,
wo das Tier sich dann auch mal verstecken kann und Ruhephasen hat und der dominante Fisch nicht sich auf ein, nennen wir es mal, Opfer festschießen kann und den so lange mobben kann, bis das Tier wirklich dadurch Schaden erleidet. Ein bisschen kämpfen, ein bisschen streiten ist okay, aber es sollte nicht so sein, dass ein Fisch einen anderen so lange malträtiert und so viel hetzt und prügelt, bis dieser dann halt daran zugrunde geht. Das muss nicht sein, von daher Einrichtung, Blickschutz, Sichtschutz ist bei vielen Buntbarschen und auch bei Malawis absolutes Must-Have, beziehungsweise absolut wichtig, das halt auch zu tun und diese Möglichkeiten zu schaffen, beziehungsweise Möglichkeiten für einen Fisch einen anderen bis zum Tod zu quälen, abzustellen, beziehungsweise zu verhindern. So, da haben wir das Becken nochmal eingerichtet, haben das Ganze jetzt auch ein bisschen neu strukturiert. Insofern gut, dass jetzt die Fische, es sind ja jetzt ein paar rausgekommen, das heißt, der Elektra und die Yellows sind jetzt die größten Fische da drin, die jetzt da die Reviere ein bisschen neu abstecken, was ein bisschen Verwirrung stiftet und so auch sehr gut ist, für dort jetzt neue Fische dabei zu setzen, weil es keine klaren Reviere gibt, die jemand verteidigt und direkt eventuell neue Fische dann malträtiert. Ist auch ein sehr, sehr guter Trick, wenn man neue Fische, gerade bei Malawis zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Malawis sind in dem Video, in ein Aquarium einsetzt, um hier größere Streitigkeiten oder Verletzungen für neue Tiere möglichst zu vermeiden. So, dann mache ich mal die Abdeckscheiben jetzt nochmal drauf, dass da nicht einer auf dumme Ideen kommt und raushüpft. Man weiß ja nie, aber wenn man dann sich zu sicher ist, passiert es dann doch. Von daher decken wir das lieber nochmal ab. So, und jetzt, meine Freunde, stehe ich die Kamera um, nämlich jetzt fangen wir die restlichen kleinen Labios, wo da schon ein paar drin sind. Und da sind wir auch schon. Und zwar sind hier, wie ihr sehen könnt, jede Menge kleine Labiotrophes, Trevasae, Tumbi, West, OB drin. Und die werden jetzt auch umziehen in das 350 Liter Becken und können dort dann weiter wachsen, bis es zur Abgabe kommt. Nämlich die Beckengröße hat auch was damit zu tun, wie gut und wie schnell Fische abwachsen. Von daher Umsetzzeit, nachdem größere Becken frei sind. Beziehungsweise, ihr habt es ja in den letzten Videos gesehen, einige Fische weggegangen und jetzt ist wieder Platz, dass die nächsten umziehen können. So, hier muss ich natürlich auch wieder alles rausnehmen. Hier habe ich jede Menge Tonröhren drin, weil die Labeos sehr gerne auch mal in der Höhle sitzen. Das muss alles raus, weil sonst ist hier nichts mit Fischen fangen. Und ihr werdet sehen, da sind einige Fische drin, was man gar nicht sieht, wenn da voll eingerichtet ist. Nämlich auch die sind absolute Versteckkünstler. Und unter den felsenbewohnenden Malawis ist das ja nichts Neues, dass die sich halt gerne in Spalten, Ritzen oder Höhlen verziehen. Und man gar nicht so sieht, was alles in so einem Aquarium drin rumschwimmt. So, und jetzt kann man auch schon sehen, dass da einige Fische drin sind. Ich stelle euch mal gerade noch rum. So, jetzt kann man hier sehen, jetzt sind sie natürlich alle hinter der Heizung und verstecken sich dort. Ja. So, dann werde ich mal anfangen zu keschern und setze die mal in den Eimer zum Anpassen und dann könnt ihr mal sehen, wie viele das sind. Und ihr könnt ja, wenn ihr wollt, jetzt mal versuchen zu raten, wie viele Labios vielleicht dort drin sind. Gleich kommt die Auflösung. Los geht's. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to a day. Okay, Party People, hier haben wir jetzt dann alles rausgefangen. Und es waren ganz genau 44 Stück. Mit den paar kleinen, die ich schon umgesetzt hatte, sind wir bei knapp 50, beziehungsweise genau gesagt 52. Was man jetzt hier schön zeigen kann, bevor ich die Tiere anpasse und umsetze, dass jeder Fisch ein Unikat ist. Man kann hier jetzt schon, das kann man zum Beispiel bei den Labiotrophes Chilumba, kann man das nicht, in dem Alter schon die Geschlechter unterscheiden, nämlich die Weibchen sind schon schön hell und die Männchen sind dunkel, aber jeder Fisch ist ein Unikat für sich. Wenn man jetzt hier dann mal schaut, hier haben wir zum Beispiel ein Weibchen mit einem sehr großen Orangeanteil und hier als Vergleich ein Weibchen, das dann eher hell ist, aber ein leichtes Fleckenmuster hat. Und wir haben Männchen, die
einen größeren Orangeanteil und Flecken haben, wie die zwei hier. Und wir haben, und das ist das, was mir am besten bei dieser Art gefällt und worauf ich halt auch bei der Zucht achte, beziehungsweise mit diesen Tieren züchte, das sind diese Männchen. Wir haben drei Stück haben wir jetzt, wo das schon so schön ist. Ich zeige euch schon mal zwei. In der Mitte ist ein Weibchen. Könnt ihr sehen, wie schön hoch der Blauanteil ist. Ich nehme ihn mal nochmal. Wie schön der Blauanteil bei diesem Tier ist mit noch Orange. Das ist das, worauf ich bei der Zucht hinaus will. Und darauf trimme ich halt auch die Jungtiere, beziehungsweise wähle solche Tiere dann auch als Zuchttiere aus. Okay, so, wir setzen sie jetzt schnell um, beziehungsweise passen sie an und setzen sie um, weil unnötig lange müssen sie da drin jetzt auch nicht setzen. Und dann, ja, was machen wir dann? Wir fangen weiter Fische. Bis gleich. Jetzt sind wir in der Etage, ein bisschen weiter oben, beziehungsweise in der zweiten von drei Etagen. Und zwar geht es jetzt um dieses Becken. In dem Becken sitzen Kaiser drin, beziehungsweise Alunokara Stuart Grandishilumba. Und die sind jetzt so langsam auch deutlich zu groß für in das Becken. Und die ziehen jetzt auch in das 450er um, in das wir eben die Lapiotrophes Chilumba gesetzt haben. Nämlich da ist noch ein bisschen Platz drin. Und ja, dann ziehen die um. Und hier unten sitzen auch noch kleine Chilumba, die seht ihr gleich. Die ziehen dann hier um. Und dann erzähle ich euch noch, was ich mit den zwei Becken vorhab, die dann leer sind. Okay, los geht's. Natürlich, wir starten, wie soll es auch anders sein, mit Abdeckung runter und Einrichtung rausnehmen. Nämlich auch hier kriegen wir sonst keinen Fisch, beziehungsweise treiben die unnötig. Die könnten sich eventuell auch verletzen an der Einrichtung, das wollen wir nicht. Von daher nehmen wir jetzt schnell alles raus und dann fangen wir die Hübschen. Da vorne, ja, könnt ihr gerade ein Männchen sehen, da. Na, da schwimmt er. Wunderschön blau, das ist das dominante Tier. Chilumba auch ganz, ganz toll, gerade in Kombination mit zum Beispiel Yellows, die ihr ja in dem letzten Keller-Umsetz-Video gesehen habt. Absolut Granatenfisch, auch wenn er einer, sagen wir mal, der Standard-Aulonokara ist. Aber guckt euch den Fisch an. Ein Blau, wie du es ansonsten nur bei Meerwasserfischen kennst. Auch ein Grund, warum ich Malawis so toll finde, weil farblich brauchst du dich da wirklich von einem Riff-Aquarium bzw. von einem Salzwasserfisch wirklich nicht zu verstecken. So, hier vorne haben wir jetzt das Männchen. Ja, da steht er. Das sind jetzt gerade schön. Ich nehme mal gerade die Kamera in die Hand und zeige es euch nochmal von Namen, dass ihr den Fisch euch mal richtig anschauen könnt. Schaut euch diesen Fisch mal an. Und er ist jetzt in diesem Becken noch nicht wirklich oder eigentlich gar nicht sonderlich krass beleuchtet. Also könnt ihr euch vorstellen, was da farblich drin ist. Wenn ihr mehr über Chilumba wissen wollt, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Ich habe mal eine Artvorstellung über Chilumba gemacht. Glaube ich. Habe ich? Nee, ich habe keine Artvorstellung gemacht. Stimmt gar nicht, das war der Elektra. Über Chilumba muss ich auch mal noch eine Artvorstellung machen. Und ja, also das Blaue sind die Männchen. Hier haben wir das nächste Männchen, was färbt. Da haben wir das drittstärkste Männchen, was färbt. Und die Weibchen, die sind recht unspektakulär. Also das hier war jetzt ein Weibchen. Die Weibchen bleiben so schwarz, grau, braun. Also mehr kommt da farblich nicht. Muss mal gucken, das hier ist ein Weibchen. Das kleine da. Also ja, bei den Malawis, wie so oft, die Männchen deutlich krasser gefärbt wie die Weibchen. Das hat natürlich aber auch einen Grund, weil ein sehr auffälliges Weibchen, das Junge im Maul hat, würde ja sehr schnell zum Mobbingopfer werden, beziehungsweise auch von anderen, das machen Malawis teilweise, so lange gedisst werden, bis sie die Eier ausspuckt, dass die anderen die fressen können. Von daher ist es als Weibchen gar nicht mal so dumm, eher unscheinbar zu sein. Und als Männchen muss man natürlich auffallen, für die Damen von sich zu überzeugen. Okay, ich mache die Kamera wieder fest und dann beginnt das Rausfangen und dann zeige ich euch die Tiere nochmal. So, dass ihr es auch mal noch von Namen gesehen habt und nicht denkt, ich veräpple euch mit irgendwelchen Farbfiltern. Bevor ich jetzt die restlichen fange und die auch zum Umsetzen vorbereite, zeige ich euch hier mal nochmal das dominante Männchen. Also das hier ist das dominante Tier. Wunderschön blau. Absoluter Granatenfisch. Das ist das zweite Männchen, was im Umfärbeprozess ist. Kann man hier auch schon sehen. Na, der hat noch das Streifenmuster und ist noch eher wie ein Weibchen gefärbt. Das machen übrigens auch Malawis, dass sie sich als
Weibchen tarnen und nicht voll Farbe rausfahren, um nicht von dem stärksten Männchen geprügelt zu werden. Und zum Vergleich, das hier ist ein kleines Weibchen. Ich gucke mal gerade. Nee, ist doch ein Männchen, das noch nicht gefärbt ist. Dann müsste das hier, ja, das sieht gut aus. Lass mich gucken. Ja, große Genitalpapille ist ein Weibchen. Das hier ist ein Weibchen. Also ihr seht, deutlicher Farbunterschied und sehr, sehr unscheinbar im Gegensatz zu den Männchen. Okay, ich fange die restlichen noch, setze sie um und dann gehen wir ans nächste Becken mit Chilumbas. Kleines Umsetz-Update. Also hier haben wir jetzt die Chilumba reingesetzt, die größeren. Hier ist eins der, das ist das zweitdominanteste Männchen und hier sind die Labiatrophes Chilumba, das ist das dominante Männchen. Jetzt gucke ich gerade, wo der dominante Chilumba ist, dass ich euch den zeigen kann. Der wird jetzt wohl hier irgendwo hinterm Stein sein. Ja, mein armer alter Protomelas, der hat seine beste Zeit hinter sich. Naja, was will man machen? Da hinten war er gerade. Mal gucken, ob wir ihn noch erwischen. Da hinten kommt er. Da ist er. Das ist das dominante Männchen. Also so sieht ein anständiger Chilumba aus. Ja, hier sieht man die Farbe deutlich besser. Granatenfisch. Ich liebe sie einfach. Okay, dann hier unten. Hier haben wir jetzt die kleinen Labeos. Die schwimmen jetzt hier unten munter. Ihre Kreise. Und können hier auch schön weiter wachsen. Bis zur Abgabe. Die Chilumba, die sind jetzt abgabefertig. Die gehen auch bald raus. Und jetzt kommen wir hierher. Nämlich hier sitzen auch noch kleine Chilumba. Und die fangen wir jetzt und setzen die dann hier rein. Und dann haben wir das Aquarium und das Aquarium wieder frei. Und was ich damit vorhab, verrate ich euch vielleicht. Aber hier haben wir übrigens auch ein Becken frei gemacht. Und hier sind die kleinen Macropodus Spechti aus dem Teich drin, die ich euch im Gartenteich-Update gezeigt habe. Die sitzen jetzt hier drin und können wachsen. Und demnächst kommen dann ihre Geschwisterchen, die ja hier oben sitzen, kommen dann auch dazu. Und sage und schreibe, sind wir dann bei gut 40 Macropodus Spechti und habe im Teich eben sogar noch einen gefangen. Also wir sollten vielleicht 50 oder sogar mehr Macropodus Spechti wirklich noch schaffen, in dem Teichprojekt nachzuzüchten. Weiter geht es wie gehabt. Jetzt geht es an die kleinen Chilumba, die jetzt in das Becken umziehen, wo eben ihre größeren Geschwister drin waren. Und natürlich, wer hätte es gedacht, auch hier erstmal alles ausräumen. So, das geht aber hier ein bisschen schneller. Hier ist nicht allzu viel drin. Die Pflanzen machen wir oben in das Becken. Dann nehmen wir uns eine Schüssel. Und dann wird hier alles ausgeräumt. Was hier noch ganz cool ist, hier kann ich euch die kleinen Labiatrophes Chilumba jetzt mal zeigen aus dem allerersten Wurf. Nämlich, die kriegen mittlerweile Farbe. Und jetzt kann man sehen, was zumindest das Männchen ist. Weibchen muss ich mal gucken. Ich habe sie schon länger gar nicht mehr... Ah ja, da ist ein Weibchen. Schon länger gar nicht mehr so beäugelt. Und mittlerweile habe ich noch einen Wurf. Also habe ich hier auch bald dann eine Menge, die abgabefähig ist. So, und man kann sehen, es sind auf jeden Fall zwei Weibchen, zwei Männchen. Da ist... zwei, wo noch nicht so ganz definierbar ist. Auf jeden Fall zwei eindeutige Männchen und zwei eindeutige Weibchen haben wir auf jeden Fall schon mal. Jo, ich würde sagen, ich fange die Tiere mal raus und dann zeige ich sie euch nochmal. Und dann, ja, werden die natürlich auch umgesetzt. Und dann haben wir es schon fast mit dem Video. Okay, Freunde, ein letztes Mal haben wir jetzt alles rausgefangen. Hier ist dann das aus dem Wurf jetzt dominante Männchen, das sich hervortut von den Chilumba. Natürlich noch ein gutes Stück kleiner, aber auch schon sehr, sehr schön gefärbt. Und die Labeos wollte ich euch noch zeigen. Hier haben wir ein Männchen, was ganz eindeutig ein Männchen wird. Da es sich schon am Umfärben ist von den Chilumba, ja, also schon ein schöner Orangeanteil, auch blau im Rücken, wird ein schönes Männchen. Und ein Weibchen haben wir hier. Also das wird auf jeden Fall ein Weibchen. Das ist auch schon am Hellwerden, kriegt das typische Fleckenmuster. Ja, sind fünf Tiere tatsächlich, also waren nicht viel beim ersten Wurf, aber fünf ist besser wie keins. Okay, so, die jetzt noch anpassen, umsetzen und was mit den zwei Becken passieren soll, das zeige ich euch einfach in einem anderen Video vom Keller. Ich glaube, wir haben jetzt schon echt genug gequatscht. Also, hoffentlich hat es euch gefallen und ihr seht jetzt
die Abmod. Los geht's. So, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen, aber hoffentlich feinen Video meinerseits. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne dieses Video positiv bewerten. Ein Klick für euch, Algorithmus-Trigger für mich. Vielen Dank. Ansonsten anständige Kommentare schreiben, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was beizutragen habt, wenn ihr ein Wunschthema habt oder einfach auch nur für den Algorithmus zu huldigen. Vielen Dank. Ansonsten Videobeschreibung auschecken, nachdem ihr natürlich, da habe ich euch fast gehabt, dieses Video positiv bewertet, kommentiert und natürlich auch diesen Kanal abonniert habt. Vielen Dank dafür. Dann guckt in die Videobeschreibung. Dort sind jede Menge Links, wie zum Beispiel die Wege zu meinem Shop und auch noch andere Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Oder auch das Video, das letzte Woche kam, ist dort auch verlinkt für die Faulen von euch. Und außerdem findet ihr dort auch noch die Links für mich auf Facebook, Twitter, Instagram. Twitter ist ja mittlerweile X. Auf jeden Fall findet ihr mich auch dort. Da könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundschaftsfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns hoffentlich, klar, vielleicht im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus hier. Tschüss.